Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video sind wir im Nationalpark Meistlingen in Bergen. Hier im Nationalpark gibt es sowohl Wald als auch Seen und Sanddünen, was ihr jetzt gerade hier auch seht. Also da geht es in die eine Richtung lang, aber da gehen wir nicht lang, sondern gehen wir hier hoch und dann gehen wir von hier oben, also dann gehen wir von da oben, dann wieder runter und dann gehen wir zu so einem See und dann gehen wir eigentlich den Wanderweg entlang. Jetzt bin ich fast oben angekommen. Hier einmal die untere Sicht noch einmal, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Und dann sind wir hier jetzt oben. Hier ist so ein Tisch und so. Und da gehen wir jetzt runter, dahin zu diesem See da. Und der führt halt da einmal so ganz quer durch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt, so ein Nationalpark, wo dann auch so ein See in der Mitte ist. Jedenfalls hier noch einmal, dass ihr sehen könnt, dass es auch wirklich Sand ist. So, jetzt bin ich hier unten. Da ist, wie gesagt, dieser Rundweg, wo wir auch lang gehen werden. Und da vorne gehe ich dann gleich jetzt zu dem See. Also da noch einmal die Sicht bei den Dünen. Und dann bin ich jetzt hier. Und hier ist halt, wie gesagt, dieser See. Da oben ist noch so ein Baum bei dem See hier. Und dann gehe ich jetzt hier auf diesem Weg wieder zurück. Also ich gehe hier quasi jetzt eigentlich diesen Rundweg da entlang. Der ist so circa 3 Kilometer, glaube ich, die Abkürzung, aber der andere ist ein bisschen länger. Da steht aber auch überall ausgeschildert. Da ist einmal so ein Vogel. Also hier sieht man auch nochmal diesen See, jetzt aber so halt von der Seite, weil der fließt da halt quasi so einmal um den Nationalpark, wie man auch so ein bisschen am Anfang sehen konnte. Und ja, deshalb kann man den hier auch nochmal sehen. Da hinten sieht man auch noch ein Stück und da vorne sieht man den gleich auch wieder. Und am Ende werde ich euch noch so einen Steg zeigen. Den finde ich eigentlich das Beste an diesem Park. Weil man halt einfach da über diesen Steg läuft und da quasi direkt dieses Wasser ist. Vielleicht habt ihr sowas halt schon mal gesehen, weil zum Beispiel am Rhein gibt es ja sowas auch. Nur, dass man da dann halt eben mit einem Fahrrad und so auch herfahren kann, weil das so ein bisschen ausgeteerter ist. Jedenfalls, ja. Hier gehe ich jetzt einmal kurz runter. Das könnte jetzt ein bisschen bei der Aufnahme wackeln, weil das halt einfach beim Gehen gefilmt worden ist. So, hier könnt ihr das dann jetzt hier sehen. Da sieht man halt auch, dass es da noch weiterführt. Und da hinten waren wir ja so, wo das See dann weitergeht. Da in den Büschen geht das halt eben auch immer her, müsst ihr bedenken, weil die so Büsche da, Pflanzen da, die sind halt einfach immer so im Wasser. Vielleicht konnte man das jetzt auch ein bisschen sehen, aber gleich sonst, da, wenn ich den Grundweg weitergegangen bin, sieht man das auch noch. Was ich euch gerade gezeigt habe, war der Weg, wo ich schon lang gegangen bin. Und hier werde ich dann jetzt weiter lang laufen. Ich zeige euch auch einmal hier noch diesen Wald, der halt wie gesagt auf dieser anderen Seite ist. Hier auf dieser anderen Seite ist halt auch so ein See da hinten. Also hier ist halt dieser Weg und dann ist da ein See und auf der anderen Seite ist halt auch dieser See. Das finde ich halt auch das Coole, dass auf beiden Seiten quasi See ist. Da ist der auch nochmal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, da ist er wie gesagt auch. Also da ist einer. Auf der anderen Seite auch. Aber den sieht man halt nicht immer, dass da auf der anderen Seite auch noch einer ist. Diesen einen sieht man halt immer. Den da quasi, den sieht man immer. Aber diesen anderen, der ist halt so ein bisschen versteckt. Deshalb sieht man den nicht so gut. Hier ist jetzt wie gesagt dieser Steg, wovon ich auch schon vorhin geredet habe. Also als erstes sind hier einfach nur Büsche bzw. Pflanzen, auf die man ja auch nicht drauf darf, weil das ist halt ein Naturschutzgebiet. Und dann ist hier quasi noch dieses Seeende, quasi, ich hätte es jetzt eigentlich schon eher Teich genannt. Hier sind halt auch Enten und andere Tiere, sieht man da auch noch. Zum Beispiel haben wir vorhin auch ein Reh gesehen. Und dann fließt das Ganze hier halt auch noch immer weiter. Danke, dass ihr dieses kurze Video angeschaut habt.